Wenn du das machst, wirst du einen enormen Effekt spüren. Du wirst dich leichter fühlen, freier fühlen. Was ist, wenn es in meiner Kindheit tausend Situationen gab, die nicht gut waren für meine Entwicklung? Muss ich dann alle tausend durchgehen oder bin ich einfach ein hoffnungsloser Fall? Wie gehe ich damit um? Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß! Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Ramon. Ich bin klinischer Psychologe und ich helfe jeden Tag bei dem, was ich gerade in der Einleitung gesagt habe. Ich helfe Menschen, ihre Kindheit aufzuarbeiten, damit sie wieder ein glückliches, befreites Leben leben können. Und natürlich versuchen viele Leute das. In der heutigen Gesellschaft ist das Thema Kindheit aufarbeiten, Kindheitsprägungen, wird immer präsenter. Die Leute schnallen, dass vieles gar nicht im Erwachsenenalter entsteht, sondern dass wir das angelegt bekommen, unfreiwillig, in der Kindheit. Und dann kommen halt leider einige Leute dann irgendwann zu der Erkenntnis, oh Mist, meine Kindheit war echt bescheiden. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die nicht in Ordnung waren, die mich negativ geprägt haben. Ich will das ja aufarbeiten, aber ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist einfach viel zu viel. Muss ich da jedes einzelne Thema angehen? Und ich kann euch sagen, die Antwort ist ja und nein. Grundlegend ist es so, wenn du deine Kindheit aufarbeiten möchtest, dann musst du erstmal herausfinden, was habe ich eigentlich? Das ist wie immer, wenn du zum Arzt gehst, macht der auch erstmal Diagnostik. Wenn jemand zu uns ins Coaching-Programm kommt, machen wir auch immer erstmal Diagnostik. Wir haben nämlich innerhalb des Coaching-Programms Fragebögen, wo wir ganz klar abbilden können, was hat die Person eigentlich für Kindheitsprägung. Selbst wenn wir das nicht haben, können wir uns daran erinnern, was ist eigentlich damals passiert? Was sind die Dinge, die nicht gut gelaufen sind? Man nennt das Ursprungssituationen. Jetzt wird es einige von euch geben, die sagen, oh, ich kann mich aber gar nicht erinnern. Ja, das ist normal. Ich habe dazu schon ein Video gemacht, was tun, wenn ich mich nicht erinnern kann. Das verlinken wir mal hier oben. Aber unsere Aufgabe ist es in diesem Schritt, sich erinnern zu können. Wenn du das nicht kannst, mach die Übungen, die ich dir in dem Video anbiete. Wenn das immer noch nicht klappt, melde dich bei uns. Wir haben unterschiedliche Herangehensweisen, um die Erinnerungen zu reaktivieren. Denn die sind nicht weg, die sind nur weggeschoben, die sind gerade nicht verfügbar. Oder nicht zugreifbar, würde ich jetzt mal sagen. So, und jetzt hast du rausgefunden, oh mein Gott, ich habe 50, 60, 70 negative Erfahrungen. Muss ich die alle angehen? Und jetzt ist die Antwort, du musst alle angehen, die einzigartig sind und die zu deinem Problem beigetragen haben. Also mal angenommen, ich nehme jetzt mal ein plakatives Beispiel, mal angenommen, 5 Situationen in meinem Leben haben mich so geprägt, dass ich heute das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug. Jetzt mal nur ganz theoretisch. Wenn du nur eine davon findest und nur eine bearbeitest, wirst du das Gefühl haben, das hat mir nicht so viel gebracht. Warum? Weil dein Thema ja auf 5 Säulen steht, nicht auf einem. Wenn du eins davon wegmachst, steht es immer noch auf 4 Säulen. Ja, das heißt, du musst schon alle Situationen finden und bearbeiten, die da zugehören. Und jetzt kommt aber der Punkt, deswegen habe ich gesagt ja und nein. Wenn du das Gefühl hast, ich habe ganz, 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 ganz viele, dann kann es sein, dass irgendwann diese Situationen sich wiederholen. Dass sie im Grunde nur eine ähnliche Ausprägung sind von dem, was sowieso schon da war. Denn wenn wir in unserer Kindheit geprägt werden, dann kann es auch schon sein, dass wir in Kindheit und Jugend bestimmte Muster entwickeln, vielleicht auch Bewältigungsmuster entwickeln, die uns immer wieder in ähnliche Situationen bringen, wodurch wir immer wieder ähnliche Situationen erfahren, die negativ für uns sind und uns das noch mehr verfestigt. Da ist dann meine Herangehensweise, meine Sicht der Dinge. Kümmere dich um die frühesten Situationen. Alle, die unterschiedlich sind, wenn sie sich wiederholen, wirst du mit der frühesten Situation den größten Hebel haben. Das heißt im Grunde kurz und knackig für deine Frage die Antwort, nein, du musst nicht tausend Sachen bearbeiten. Du musst nur die Sachen bearbeiten, die sich wirklich unterscheiden und die wirklich zu deinem Thema beigetragen haben. Wenn du das machst, wirst du einen enormen Effekt spüren. Du wirst dich leichter fühlen, freier fühlen. Denn was auch noch wichtig ist, ist, wir haben auf der Oberfläche immer das Gefühl, boah, das sind tausend verschiedene Sachen. Aber typischerweise geht das alles zurück auf 1, 2, 3, 4 Themen. Kein Mensch hat nur irgendwie eine Kindheitsprägung. Ich sage ja auch mal, wir alle sind geprägt durch unsere Kindheit, positiv und negativ. Und wenn jemand negativ geprägt ist, dann hat er typischerweise nicht eine Prägung, sondern mehrere. Und es sind aber trotzdem immer nur eine kleine Anzahl. Und wenn wir hier arbeiten an der Wurzel, dann lösen sich diese unzähligen Ausprägungen hier oben automatisch in Anführungsstrichen mit. Weil ich sage ja immer so schön, wenn du willst, dass eine Blume gesund wächst, dann gibst du ihr zwar Licht und Wasser. Das ist toll. Aber wenn wir den Boden vergiftet lassen, der weiterhin kaputt bleibt,
dann wird die nie gesund wachsen. Das heißt, wir gehen an den Boden, sorgen dafür, dass der gesund ist. Und dann sind auch alle anderen Sachen, die wir so probieren, die ihr in den ganzen Büchern findet und den ganzen YouTube-Videos, die funktionieren dann auch besser. Wenn du das möchtest, melde dich wie immer unten über den Link bei uns. Schick uns eine Anfrage, erzähl uns ein bisschen, was du erreichen möchtest. Dann wird jemand aus meinem Team mit dir sprechen, ganz unverbindlich, natürlich auch privat. Ja? Und ihr klärt erstmal, ob ich grundsätzlich der richtige Ansprechpartner bin. Und wenn ja, dann werden wir dir in einem detaillierten, kostenlosen Erstgespräch ganz genau erklären, wie läuft das bei uns ab, inhaltlich, welchen Weg kann ich mit dir gehen, wie machen wir das methodisch, und wir können alle deine Fragen klären, damit du dann am Ende eine sinnvolle Entscheidung treffen kannst, ob du das mit uns machen möchtest. Ja? Also, mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank für dein Vertrauen. Vielen Dank für deine Zeit, die du hier reingesteckt hast. Ich freue mich, dass du da warst. Und solltest du auch eine Frage haben, die ich dir beantworten darf, hau sie in die Kommentare. Mache ich gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.